Seit 40 Jahren gehört das Sturmgewehr 77 zur Standardbewaffnung des österreichischen Bundesheeres und löste nach 30 Jahren das Sturmgewehr 58 vom belgischen Hersteller FN ab. Die aktuelle österreichische Ballpapp-Konstruktion feuert mit einer Einsatzschussweite von 300 Meter und einer Höchstschussweite von 2700 Meter theoretisch 70 Schuss in der Minute ab. Das unter dem Namen Armee-Universalgewehr bekannte Gewehr erfüllt die Qualitätsansprüche von Armeen weltweit. Entwickelt wurde es in einer Zusammenarbeit zwischen Steyr-Mannlicher und dem österreichischen Bundesheer. Im Wesentlichen wollte das Bundesheer ein neues Sturmgewehr haben. Einer der Hauptfaktoren war der Wechsel von der Patrone 7,62x51 auf 5,56x45, um mit der NATO und dem ganzen anderen Westen gleichzuziehen. Aber wir wollten ein eigenes Sturmgewehr haben, das also sehr hohe Qualitätsanforderungen erfüllen musste. 10.000 Schuss ohne Hemmung beispielsweise, Kälte, Hitze, Regen, Beständigkeit, Sandsturm. Also es waren umfangreichste Qualitätstests, die das Gewehr durchstehen musste. Als Quantensprung gilt die Ballpapp-Bauweise. Die Ballpapp-Bauweise, das heißt, der Verschluss befindet sich hinter der Abzugseinrichtung, wodurch die Waffe eine kurze Gesamtbaulänge hat, bei gleichzeitig langer Lauflänge im Vergleich zu anderen Waffen, wo sich der Verschluss vor der Abzugseinrichtung befindet. Seit 40 Jahren ist das Sturmgewehr 77 im Einsatz und erfüllt die gestellten Anforderungen. Die aufwendigen Entwicklungsarbeiten dauerten 10 Jahre. Bereits der erste Prototyp verfügte über die heutigen Grundfunktionen. Die in den Tragegriff eingebaute optische Zieleinrichtung war eine praktische Erweiterung. Abgesehen von kleinen Änderungen ist das 1978 eingeführte Sturmgewehr 77 bis heute unverändert. Das neueste Gehäuse lässt sich über Schienen mit zahlreichen Zusatzkomponenten aufrüsten und entspricht in dieser Form den Anforderungen von Spezialeinheiten. Hier die A2-Version für das Jagdkommando, die unter dem Lauf also noch einen 40 mm Granatenabschussgerät hat, einen Mündungsfeuer, also einen Mündungsknalldämpfer, eine zusätzliche Optik für rasche Zielerfassung, Weißlichtscheinwerfer und Infrarotscheinwerfer. Also es sind hier verschiedene Zusatzgeräte am Gehäuse. Waffe zur Hauptreinigung auseinandernehmen. Jawohl, Waffe zur Hauptreinigung auseinandernehmen. Auch im aktiven Dienst erfüllt das Sturmgewehr 77 nach wie vor die Anforderungen der Soldaten. Aufgrund der einfachen Handhabung sitzt bereits bei jungen Rekruten jeder Handgriff. Die Ausbildung gestaltet sich eigentlich ziemlich einfach, weil die Waffe leicht zu bedienen ist. Nach ein paar Mal üben haben es die Rekruten auch schnell intus und im Nachhinein auch schneller und weiter und genauer weiter üben. Zuerst waren wir im Lehrsaal, haben wir genau die einzelnen Teile gezeigt bekommen und erklärt. Genau jeder Gegenstand, wie er funktioniert, was man damit machen kann, wie man ihn einbaut. Mir sind besonders wichtig, dass die Waffe eben schnell nachladen kann, die Waffe keine Hemmungen produziert und die Treffsicherheit. Auch in Bezug auf den ersten scharfen Schuss sind sich die Soldaten einig. Und der Rückstoß, da ich mir dachte, dass er ziemlich enorm ist, ist aber genau im Gegenteil. Die Waffe hat fast gar keinen Rückstoß und die Treffsicherheit ist auf jeden Fall enorm. Und das Schießen war sehr interessant, der Rückstoß. Zum Beispiel, was vielen sehr denklich macht, war nicht so stark wie gedacht. Ja, und so halt eben nebenbei war es sehr cool. Sowohl Rekruten als auch langjährige Soldaten sind mit dem Sturmgewehr 77 zufrieden. Das Gewehr erfüllt die wichtigsten Ansprüche. Hat das Sturmgewehr 77 nach 40 Jahren im Einsatz noch Zukunft? Das ist meine persönliche Meinung. Würde es nur dann Sinn machen, ein neues Sturmgewehr einzuführen, wenn man auch eine neue Munition einführt, die eine entsprechende Leistungssteigerung zu der alten Munition bringt. Ein neues Gewehr mit dem gleichen Kaliber macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Obwohl die Waffe seit Jahrzehnten im Einsatz ist, zählt sie immer noch zu den besten und verlässlichsten ihrer Art. Thank you.
Bei der gegenständlichen Waffe handelt es sich um das Sturmgewehr 77 A2 Kommando, das beim Jägerbataillon 25 und bei den Sondereinsatzverbänden im Einsatz steht. Es stellt derzeit die am weitest entwickelte Version des Sturmgewehrs dar. Es hat hier ein neues Visier mit erhöhter Optik, damit die Reichweite erhöht werden kann. Darüber hinaus ein Rotpunktvisier, das das Zielen auf kurze und kürzeste Distanzen erleichtert. Zusätzlich können hier weitere Anbaugeräte angebaut werden. Wir haben hier ebenfalls angebaut ein 40 mm Granatgewehr, welches verschiedenste Munitionssorten von Reitstoff beginnend über Beleuchtung und harte kinetische Munition verschießen kann. Bei der gegenständlichen Waffe handelt es sich um das STG 77 für die KP-Einheiten. Der Herr Bundesminister hat entschieden, diese Waffe mit einem neuen Gehäuse auszustatten, wodurch einerseits das taktische Laserlichtmodul sicher und sauber montiert werden kann und durch die drei genormten Zusatz-Picatinny-Schienen hier für die Zukunft die Möglichkeit zur Erweiterung mit neuen Fähigkeiten durch Anbaugeräte gegeben ist. Schuss in der Minute ab. Das unter dem Namen Armee-Universalgewehr bekannte Gewehr erfüllt die Qualitätsansprüche von Armeen weltweit. Entwickelt wurde es in einer Zusammenarbeit zwischen Steyr-Mannlicher und dem österreichischen Bundesheer. Im Wesentlichen wollte das Bundesheer ein neues Sturmgewehr haben. Einer der Hauptfaktoren war der Wechsel von der Patrone 7,62 x 51 auf 5,56 x 45, um mit der NATO und den ganzen anderen Westen gleichzuziehen. Aber wir wollten ein eigenes Sturmgewehr haben, das also sehr hohe Qualitätsanforderungen erfüllen musste. 10.000 Schuss ohne Hemmung beispielsweise, Kälte, Hitze, Regen, Beständigkeit, Sandsturm. Also es waren umfangreichste Qualitätstests, die das Gewehr durchstehen musste. Als Quantensprung gilt die Ballpapp-Bauweise. Die Ballpapp-Bauweise, das heißt, der Verschluss befindet sich hinter der Abzugseinrichtung, wodurch die Waffe eine kurze Gesamtbaulänge hat, bei gleichzeitig langer Lauflänge im Vergleich zu anderen Waffen, wo sich der Verschluss vor der Abzugseinrichtung befindet. Seit 40 Jahren ist das Sturmgewehr 77 im Einsatz und erfüllt die gestellten Anforderungen. Die aufwendigen Entwicklungsarbeiten dauerten 10 Jahre. Bereits der erste Prototyp verfügte über die heutigen Grundfunktionen. Die in den Tragegriff eingebaute optische Zieleinrichtung war eine praktische Erweiterung. Abgesehen von kleinen Änderungen ist das 1978 eingeführte Sturmgewehr 77 bis heute unverändert. Das neueste Gehäuse lässt sich über Schienen mit zahlreichen Zusatzkomponenten aufrüsten und entspricht in dieser Form den Anforderungen von Spezialeinheiten. Hier die A2-Version für das Jagdkommando, die unter dem Lauf also noch einen 40 mm Granatenabschussgerät hat, einen Mündungsfeuer, also einen Mündungsknalldämpfer, eine zusätzliche Optik für rasche Zielerfassung, Weißlichtscheinwerfer und Infrarotscheinwerfer. Also es sind hier verschiedene Zusatzgeräte am Gehäuse. Waffe zur Hauptreinigung auseinandernehmen. Jawohl, Waffe zur Hauptreinigung auseinandernehmen. Auch im aktiven Dienst erfüllt das Sturmgewehr 77 nach wie vor die Anforderungen der Soldaten. Aufgrund der einfachen Handhabung sitzt bereits bei jungen Rekruten jeder Handgriff. Die Ausbildung gestaltet sich eigentlich ziemlich einfach, weil die Waffe leicht zu bedienen ist. Nach ein paar Mal üben haben es die Rekruten auch schnell intus und im Nachhinein auch schneller und weiter und genauer weiter üben. Zuerst waren wir im Lehrsaal, haben wir genau Weißlichtscheinwerfer und Infrarotscheinwerfer. Also es sind hier verschiedene Zusatzgeräte am Gehäuse. Waffe zur Hauptreinigung auseinandernehmen. Jawohl, Waffe zur Hauptreinigung auseinandernehmen. Auch im aktiven Dienst erfüllt das Sturmgewehr 77 nach wie vor die Anforderungen der Soldaten. Aufgrund der einfachen Handhabung sitzt bereits bei jungen Rekruten jeder Handgriff. Die Ausbildung gestaltet sich eigentlich ziemlich einfach, weil die Waffe leicht zu bedienen ist. Nach ein paar Mal üben haben es die Rekruten auch schnell intus und im Nachhinein auch schneller und weiter und genauer weiter üben. Zuerst waren wir im Lehrsaal, haben wir genau die einzelnen Teile gezeigt bekommen und erklärt, genau jeder Gegenstand, wie er funktioniert, was man damit machen kann, wie man ihn einbaut. Mir sind besonders wichtig, dass die Waffe eben schnell nachladen kann, die Waffe keine Hemmungen produziert
und die Treffsicherheit. Auch in Bezug auf den ersten scharfen Schuss sind sich die Soldaten einig. Der Rückstoß, da habe ich mir gedacht, dass er ziemlich enorm ist, ist aber genau im Gegenteil. Die Waffe hat fast gar keinen Rückstoß und die Treffsicherheit ist auf jeden Fall enorm. Und das Schießen war sehr interessant. Der Rückstoß zum Beispiel, was vielen sehr denklich macht, war nicht so stark wie gedacht. Ja, und so halt eben nebenbei war es eh sehr cool. Sowohl Rekruten als auch langjährige Soldaten sind mit dem Sturmgewehr 77 zufrieden. Das Gewehr erfüllt die wichtigsten Ansprüche. Hat das Sturmgewehr 77 nach 40 Jahren im Einsatz noch Zukunft? Also meine persönliche Meinung, würde es nur dann Sinn machen, ein neues Sturmgewehr einzuführen, wenn man auch eine neue Munition einführt, die eine entsprechende Leistungssteigerung zu der alten Munition bringt. Ein neues Gewehr mit dem gleichen Kaliber macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Obwohl die Waffe seit Jahrzehnten im Einsatz ist, zählt sie immer noch zu den besten und verlässlichsten ihrer Art. Bei der gegenständlichen Waffe handelt es sich um das Sturmgewehr 77 A2 Kommando, das beim Jägerbataillon 25 und bei den Sondereinsatzverbänden im Einsatz steht. Es stellt derzeit die am weitest entwickelte Version des Sturmgewehrs dar. Es hat hier ein neues Visier mit erhöhter Optik, damit die Reichweite erhöht werden kann. Darüber hinaus ein Rotpunktvisier, das das Zielen auf kurze und kürzeste Distanzen erleichtert. Zusätzlich können hier weitere Anbaugeräte angebaut werden. Wir haben hier ebenfalls angebaut ein 40 mm Granatgewehr, welches verschiedenste Munitionssorten von Reitstoff beginnend über Beleuchtung und harte kinetische Munition verschießen kann. Bei der gegenständlichen Waffe handelt es sich um